so durch, ne? Ach ja, haben wir unsere Monster an? Okay. Nee, weil wenn wir hier oben sind, ich meine, sehen tun die uns ja bestimmt, aber... Ich kann ja nicht ins Dschungelbiom gehen. Ach, guck mal, da hinten läuft schon uns ein Creeper entgegen. Naja, zum Glück haben wir hier ja unser Haus. Es ist 19 Uhr, geh ins Bett. So. Ja, ich hab's gesehen. Ja, komm. Ach. So Mist. Ja, müssen wir den wieder wegmachen. Ich glaube, das mache ich mal eben. Oh, das ging jetzt auch ziemlich schnell. Naja. Ja, die ist auch schon langsam voll, ne? Ja, komm, dann nehme ich das jetzt auch mal so hin und dann, so, das möchte ich gerne mit in die Wertstoffkiste nehmen. Das noch nicht. Aber auf jeden Fall, kommt das hier erstmal hin, ne? Ja. Nee. Das geht ja doch. So, dann können wir... Ja, ist doch eigentlich ziemlich gerecht so aufgeteilt, finde ich. Oder machen wir uns doch schon Schienen? Wie viele machen wir uns denn? Wie viel habe ich doch? Ach, 7! Ja, das reicht auf jeden Fall. Das reicht, dicke. Ach, wo haben wir denn den Crafting-Tisch hingestellt? Können wir dann noch da hinstellen, oder? Kommen wir dann noch auf die Kiste? Ach, gut. Okay. Da. Schienen. So, ich weiß, wir könnten mehr machen. Aber das reicht jetzt erstmal. Ja, das reicht dicke anschieben. Das reicht dicke. Oh nein, Mist. Naja. Haben wir die halt zur Vorbeugung, ne? So, hier kommen unsere ganzen Holzsachen rein. Ich würde die mal ganz gerne so nach oben stapeln hier. Ja, dann nehme ich mir mal die 17 mit und das. Was soll das? Okay, aber... Oh, ich habe vergessen, das zu erzählen. Mist. Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich es ganz cool finden. Oder... Ja, ich würde es schön finden halt. 33, so, das sollte erstmal reichen. Ich wollte nämlich, die Samen gehören da nicht rein, das möchte ich auch mal zurücklegen, das gehört da auch noch nicht hin. Muss mir jetzt erst mal umdrehen und ein bisschen umorientieren hier. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Nein, uns nervt das doch nicht. Nein, auf keinen Fall, also, ja. Stickies braucht man immer. Papier, Klopapier, können wir uns den Arsch abritzen. Ja, aber auf jeden... Oh, goldene Spitzhacke. Unser Bögleinchen. Bögchen. Ja, also ich würde nämlich ganz gerne... Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also... Ich würde ganz gerne erstmal meinen ganzen Brot hier ablassen. So, das sollte hier eigentlich auch wieder rein. Okay. So, es wird schon fast morgen, oder? Nee,
Nee, ich gehe erstmal pennen. Ist doch schön hell da oben, ne? Guck mal, jetzt spielen wir schon wieder irgendwie lange. Ich habe gerade nicht auf die Uhr geguckt. Nee, ich möchte das hier nämlich so ein bisschen mittelalterlich aussehen lassen. Also, dass wir dann hier so lang gehen und hier dann, ich weiß nicht, so eine Art, so ein kleiner Laden ist oder sowas. Auf jeden Fall. Boah, man, ist das laut. Oder das auch so laut? Oder, nee, ich glaube, ich habe die Kopfhörer so laut eingestellt. Okay. Ich sag immer, ja, also, ja. Ja, so, also hier hätte ich so eine kleine Anregung. Nee, hier. Nee, so einen kleinen Schmiedladen oder sowas einzurichten hier. Naja, ist jetzt auch nicht so das ganz große Ding hier, aber wer von euch? Ja, also wer von euch hat eigentlich so einen Laserpointer? Also ich habe davon zwei. Okay, ach, oh, essen kann ich auch mal wieder. Das soll jetzt nur so eine kleine Idee sein. Also das kann sein, dass das scheiße aussieht. Das ist sogar ganz bestimmt so. Da und da, klar. So, und dann hier sollte das noch weg. Sieht auf jeden Fall kacke aus. Grabomat müssen wir uns auch mal wieder basteln. Warte mal, ich gehe mal eben kurz nach oben. Wir haben ja oben alles, was wir brauchen. For the time of my life, I would never verlass you. No, no. I didn't do that because I'm young. Nein. Ja, eine kleine Anregung dazu. Es ist Freitag. Karaoke-Abend. Das wächst sowieso wieder neu an hier. Ach ja, wir haben uns ja ein Grabomat gesammelt. Wow, ist das laut. Kann sein, dass ihr gerade mal so ein bisschen was davon hört, aber ich, es ist gerade so übelst laut gestellt. Kleines Glas rein. Ach, Mist, ich habe den Boden vergessen. Ich will noch so einen Boden eintapezieren lassen. Naja, lassen eher weniger, weil das mache ich ja selber. Komm schon. Ja, das ist der Nachteil. So ein schöner Steinboden. Blub, blub. So mit ganz viel Fantasie könnte man hier sich jetzt so einen Laden drunter vorstellen. Ich weiß ja nicht genau, wie die Läden im Mittelalter ausgesehen haben oder so in einer etwas älteren Zeit. Also ich bin da kein Experte für. So stelle ich mir das halt vor, ne?
mehr fertig, wenn ja, ja. Oh, heusch. Heusch mach ich fertig. Das ist schon schön. Und ich hätte auch gleich ein Glas mitnehmen können. Ja, hippe Pura, ne? Alles klipp und klar bei der Dagobank. Mach keine Werbung, ich hasse Dagobank. Ja, das sieht doch eigentlich ganz schön aus. Ganz schön Haus sieht das Haus aus, ne? Haus, Haus, Haus. Ja, und dann eine Tür rein und hier jetzt noch vielleicht ein Fenster oder... Ich probiere einfach mal aus. Naja, also... Auf jeden Fall will ich dann hier unser ganzes Holz lagern oder... Ich kann mich nicht entscheiden.